Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass es zuerst einmal hoch emotional ist. Das ist das Allerwichtigste. Darüber hinaus ist es so, dass gutes Design ist eigentlich die perfekte Symbiose auf der einen Seite aus einer extrem großen, hohen Ästhetik und einer Funktionalität. Wenn das perfekt in Harmonie ist, dann ist das für mich gutes Design. Die Herausforderung für uns bestand bei der Gestaltung des e-tron GT genau darin, dass wir auf der einen Seite eine hohe Ästhetik verbinden wollten mit einer sehr guten Funktionalität. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, dass wir Performance verbinden wollten mit Effizienz. Und Effizienz ist ein ganz wichtiges Thema bei dem e-tron GT und auch für uns als Gestaltungsthema. Wir haben bei diesem Auto wirklich das Thema Aerodynamik zu einem Designthema gemacht. Das heißt, das Auto hat an bestimmten Stellen Abrisskanten. Wir haben sichtbare Durchströmungen im Körper, gerade in der Front, und machen das zu einem sichtbaren Designthema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Autofahren. Ich genieße sogar jeden Morgen den Weg in mein Büro. Das ist so die Zeit, die halbe Stunde, wo ich eigentlich abschalten kann. Das ist ja eine Wahnsinnstransformation, die da stattfindet, auch bei uns bei Audi. Und ich finde, als Designer ist das der spannendste Augenblick, jetzt arbeiten zu können. Unsere Vision ist, dass unsere elektrischen Fahrzeuge, sei es flache Autos oder auch hohe, werden maximal ästhetisch sein. Und es ist so, dass die Basis für ein gutes Design ist immer das Package. Und beim e-tron GT ist so, dieses Package ist perfekt. Das sind Proportionen, da habe ich eigentlich mein Leben lang von geträumt. Wenn ich zeichne, und das habe ich schon als Kind so gemacht, ich habe eine Skizze gemacht und dann waren es immer natürlich sehr große Räder. Ich habe einen langen Radstand gezeichnet. Kurze Überhänge logischerweise, weil es ganz attraktiv aussieht. Ich habe die Kabine flach gemacht. Ich habe die Kabine schlank gemacht und auf einen breiten Körper gesetzt. Und genau diese Proportionen, die ich eigentlich mein Leben lang in meinem Kopf hatte und bei jeder Skizze, wenn ich die mache, genau diese Proportionen werden mit dem e-tron GT Realität. Es gibt so drei Personen, die mich maßgeblich geprägt haben. Zum einen natürlich mein Vater, diese Begeisterung für Autos, die dann mich infiziert hat. Dann war es zum anderen mein Großvater, der ein Künstler war, der mir schon sehr früh Zeichnen beigebracht hat, Perspektiven, schon als ich wirklich auch sehr klein war. Die dritte Person, das ist der Hartmut Varkus. Der Hartmut Varkus war 25 Jahre lang Chefdesigner bei Audi. Er hat mich eigentlich auch zu Audi geholt. Ich hatte während des Studiums einen Sponsorvertrag mit Audi. Als ich fertig war mit meinem Diplom, habe ich dann ihn angerufen und sagte, Herr Varkus, ich würde gerne in Ingolstadt anfangen. Meinte er, ja, nee, du weißt ja, ich bin ja nach Wolfsburg gegangen, da musst du mir 1-2 Jahre folgen. Aus den 1-2 Jahren wurden 17 Jahre. Da habe ich viel gelernt, aber dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie heiß ich war, dann endlich 2014 bei Audi anzufangen. Da war wirklich das erste Highlight für mich, sagt Audi Prolog, das Concept Car, das im Prinzip die neue Formsprache geteasert hat in einem Showcar. Das heißt, die Überhänge kürzer, große Räder, lange Radstand, breite Spur. Und was sehr wichtig ist, gerade im Extra-Design, wir haben dort zum ersten Mal so richtig dominant Quattro sichtbar gemacht. Das heißt, die Muskel über allen 4 Rädern. Das zieht sich auch bis heute in jedem Audi durch. Das war der erste Audi, den ich persönlich der Öffentlichkeit zeigen durfte. Es war in meiner Lieblingsstadt in Los Angeles. Und dann weiß ich noch, die Sonne ging unter. Genau zum richtigen Zeitpunkt konnte ich das Tuch ziehen und konnte der Weltöffentlichkeit meinen ersten Audi präsentieren. Das ist bis heute wirklich das emotionalste Erlebnis, das ich mit Audi verbinde. Wenn man diese Proportion umsetzen will bei einem rein elektrischen Auto, dann ist das sehr herausfordernd, weil natürlich eine Batterie, eine relativ hohe Batterie, in dem Unterboden ist. Und man kann drin sitzen, das ist ein 4-sitziges Auto mit 4 Türen, wo wirklich auch ich hinten sitzen kann. Haben wir es geschafft, dass dieses Auto flacher ist als der Audi Prolog? Und das ist eigentlich unglaublich. Und das war auch die größte Herausforderung in dem Projekt. Wenn ich für irgendwas richtig brenne und begeistert bin, dann mache ich das mit maximaler Leidenschaft. Das mache ich eigentlich jeden Tag in meinem Beruf. Das mache ich aber eigentlich genauso in meinen Hobbys. Ich habe zum Beispiel mein Segelboot habe ich komplett umgebaut. Anderes Material, andere Farben, bis es bis ins Detail so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Und genauso auch zum Beispiel beim Mountainbiken. Ich habe eins ausgesucht, was von der Performance perfekt ist, sehr leicht, aus Carbon gebaut. Aber die Grafik, die Gestaltung gefiel mir gar nicht. Da habe ich natürlich das ganze Bike umgebaut. Farben, Beklebung, lackieren lassen, damit es genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Weil ich wirklich da auch so eine maximale Begeisterung entwickelt habe. So bin ich eigentlich. Ne? Wenn ich für irgendwas wirklich brenne und begeistert bin, dann stecke ich maximale Energie und Leidenschaft rein. Das Besondere an dem Design des e-tron GT ist, wie das Auto gestaltet ist. Das heißt, Quattro ist einer der Urgene in unserer DNA, auch in Zukunft. Und das machen wir in dem Auto in einer dramatischen Art und Weise sichtbar. Es ist ja so, dass man aus dem Blech quasi im Seitenteil ziehen muss. Das heißt, wir kommen aus der Kabine, gehen über den Muskel und ins Rad. Das haben wir noch nie vorher bei Audi gemacht. Und wir haben an dieser einen Stelle, an diesem Schnitt, dem hinteren Muskel, haben wir, ich glaube, fast 3 Monate modelliert. So lange, bis der Schnitt funktioniert hat, dass man den im Blech ziehen kann. Das ist eigentlich mein Lieblingsdetail. Das macht dieses Auto aus. Und das alles zusammen mit dieser dramatischen Skulpturrahmen-Formgestaltung ist einfach das, was das progressive Design von Audi ausmacht. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Das macht auch jeder auf seine Art und Weise. Bei mir ist es relativ simpel. Zum einen laufe ich immer sehr offen durch die Welt. Also alles, was ich sehe, inspiriert mich. Aber das Allerwichtigste ist, wo ich wirklich die Inspiration so, sage mal, bekomme, ist eigentlich an meinen Wochenenden. Da versuche ich immer maximal abzuschalten. Und ich versuche eigentlich jedes Wochenende am Wasser zu sein. Da kriege ich den Kopf frei, kriege ich wirklich neue Gedanken und bin dann hochmotiviert und inspiriert, wenn ich dann am Montag wieder anfange zu arbeiten. Nach dem tollen Erlebnis November 2014, als ich meinen ersten Audi vorstellen durfte, den Audi Prolog, war es 2018 das zweite Mal, den e-tron GT als Concept Car. Wir sind mit dem Auto durch Downtown LA gefahren, das war natürlich der absolute Traum für mich. Wir haben das Auto einen Tag vorher in Sneak Preview vorgestellt, es war eine irre Resonanz. Es hat mich sehr erinnert an das Erlebnis 2014, aber es war nochmal deutlich eine Steigerung. So ein Entwicklungsprozess von einem Fahrzeug dauert ja in der Regel so 4 Jahre. Wir im Design sind so die ersten 2 Jahre damit beschäftigt. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn das Auto dann wirklich das Licht der Welt erblickt. Das ist immer für jeden Designer, glaube ich, ein besonderer Augenblick. Wenn ich zurückblicke, 7 Jahre, das ganze Portfolio erneuert und jetzt die Krönung der e-tron GT. Fantastisch. Das Beste wird sein, dass ja wirklich, wenn die letzte Hülle fällt, es keine Überraschung gibt. Die Überraschung ist, wir haben das Showcar 1:1 in Serie umgesetzt. Das hat es bei Audi so in der Form noch nie gegeben. 1:1. Das ist für mich so gänsehautmäßig. Das ist wirklich ein Auto, das hochästhetisch ist, super emotional und dabei noch die Funktionalität verbindet. Das ist für mich eigentlich das Highlight meiner Karriere, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das eine Teamleistung. Und das ist ein ganz tolles Team, das ich da bei Audi habe. Nur dieses Team ist in der Lage, überhaupt so ein Auto gestalten zu können. Das ist wirklich ein absolutes Highlight für uns alle. Und das ist euer Werk. Ganz vielen Dank dafür.